Willkommen zurück, meine Freunde, zu Dark Parable. Ab geht die Party bei dem schönen Wimmelbild. Ach du Scheiße. Wunderschön. Hier habe ich gerade eine Kugel gesehen, aber jetzt habe ich sie wieder aus den Augen verloren. Ist das der Stein hier vielleicht? Nee. Okay. Ach, da ist er doch. Guck mal hier. Ui, 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 ui. Das wird jetzt schwer. Das wird richtig schwer. So sieht es zumindest aus gerade. Ich klicke jetzt einfach mal wieder, ohne auf das Bild zu gucken. Ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Die Sterne vielleicht? Nein, macht keinen Sinn. Okay, komm, ich guck drauf. Bringt ja nichts, bringt ja nichts, bringt ja nichts. Jetzt ist das ein bisschen fraglich hier. Was ist das? Nichts, okay. Wir müssen finden, dieses Ding und dieses Ding und dieses Ding. Ne, das ist ja schon ausgeblendet, das stimmt ja. Das habe ich gerade gesucht, nämlich, aber naja. Ist halt so, ne? Was da? Nee, ist nichts, okay. Aber das ist doch was, oder? Hä? Nein, auch falsch? Okay. Ach, hier ist es doch, ein Strottel. Na gut. Und dieses komische runde Ding, da bräuchten wir noch. Das könnte sich auch hier überall verstecken, ne? Aber eigentlich müsste es auch ziemlich auffällig sein mit diesen komischen Rundungen. Ist es das? Nein, das ist es nicht. Sieht aus wie Jesus, ey. Da oben ist es doch, klar. Okay, jetzt brauche ich hier sowas. Und diese zwei Steinformationen, das ist es wahrscheinlich nicht. Das ist hier von diesem Hemd. Ach, den Kopf braucht man sogar, guck mal hier. Diese Dornhalskette braucht man auch. Und noch so ein Kragen, was das sein soll. Tja. Wie von Howard, dieser Kragen da, den die Juden meistens tragen. Das ist doch mal was. Wo haben wir den? Wo, wo, wo? Wo, 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 wo? Ich finde ihn nicht. Na ja, gut, suchen wir an. Ach nee, doch, hier ist er doch. Yeah! Jetzt brauchen wir dieses Teil. Dieses und dieses Teil. Boah, Alter. Könnte es sich verstecken? Das ist es nicht. Das sieht man ja. Nee, gerade macht es noch nicht wirklich Klick. Hier ist doch so ein Stein, oder? Ja. Sehr geil. Und so ein bräuchte ich nochmal. In schmaler. Ach, hier, guck mal hier. Zack. Yeah. Ist es das? Doch, das ist der, oder was? Sah gar nicht so aus. Oh, Kopf der Jägerstatue. Jetzt ist die Frage, was für eine Jägerstatue? An diesem Gebilde fehlt die Glocke. Na gut. Ach so. Ah, super, danke schön. 3 von 4. Und die Engelsflügel nehmen wir auch noch mit. Silberne Flügel. Dieses Porträt von Isabellas Großmutter spiegelt ihre warme, fürsorgliche Persönlichkeit wider. Sie wurde bei einem Wolfsangriff getötet. Ach, das ist diese Frau. Interessant gemacht, ey. Der Stein zeigt an, dass dieses die Statue eines Jägers ist. Es ist der Mann, der Isabella rettete und sie zum ersten Rotkäppchen ausbildete. Aha, ja, ja, der Jäger, den kennen wir ja. Da gibt es ja auch so ein 6-teiliger Film. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt, leider. Ist bei mir öfters so. Das Gebäude scheint ein Treffpunkt für die Rotkäppchen zu sein. Ich möchte ein Rotkäppchen sein. Was ist das für ein mysteriöses Licht, das durch die Tür strömt? Das Gebäude? Ja, okay, das weiß ich ja schon. Was haben wir denn da? Erdkugel. Das ist aber nicht die Glocke wahrscheinlich, ja? Das wäre ja witzig jetzt. Nee, okay. Gehen wir mal zurück. Da ist doch ein rundes Symbol. Passt gar nicht. Oh, mies. Hochverrat. Hier gibt es jetzt auch nichts zu lösen, ne? Hier auch nicht. Ach du Scheiße, ey. Das ist kein leichtes Spiel, muss man einfach mal sagen. Hier gibt es auch so viele Möglichkeiten, wo man gar nicht weiß, wo lang. So. Vielleicht sollte ich dies an anderer Stelle versuchen. Aber an welcher? Was soll man denn hier machen? Ich hätte ja gerne dieses Ding hier, aber ich weiß halt nicht, wie ich das kriegen könnte. In den Augen muss man auch nichts einfügen, ja? Naja, gut. Gehen wir erstmal wieder hoch. Und gucken uns hier mal ganz elegant um. Tja, hier finde ich jetzt nichts Besonderes, muss ich zugeben. Eigentlich finde ich hier gar nichts.
Die sagt ja überall dasselbe, egal wo ich draufklicke. Okay, dann ist hier schon mal komplett falsch. Dann gehen wir hier wieder weg. Und gucken einfach mal. Hier strömt viel Wasser mit dem Feldvorsprung. Wunderschön. Ja, die Flügel. Ach, das sind Engelsflügel, okay. Wow. Kapische. Oh. Wimmelbild. War es doch keins. Ordne jede Waffe der richtigen Person zu. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Doch, das ist schwer. Die hat einen Pfeil und Bogen, da steht, das ist schon mal klar. Ah, da hätte ich mal früher. Ah, was? Wie, was, wo? Schild und Schwert passen zu ihr, okay. Pass mal auf. Dann gehen wir mal so. Ach, hier kann ich die rüber tauschen, okay. Machen wir das mal so. Und dann muss ich hier... Nee, Moment, ich hätte es früher machen sollen. Hier muss es nochmal getauscht werden. Dass es dann so ist, ne? Jawohl. Das ergibt Sinn. Das ergibt jetzt auch Sinn. Ja, ergibt Sinn. Bitte was? Finde zwei übereinstimmende Bilder jedes Rotcaptions. Ja, das ist doch... Ich liebe Memory, ey. War da gerade eine? Ich habe gar nicht aufgepasst, scheiße. Alter, das ist schwer. Okay, das kriege ich noch hin. Das jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich haben meine Zuschauer schon die Hälfte davon gesehen, ey. Ach, das ist doch die, die hier mit uns rumläuft, kann das sein? Ach, guck mal hier. So, die war doch auch irgendwo. Ja, Theresa. Und dann haben wir noch die hier. Ganz geil. So, die müsste ich erraten. Ja, und dementsprechend geht es auch schief. Hier habe ich dich gesehen. Okay. Bam, Junge. Easy. Ah, und da ist der Körper. Das finde ich sehr gut. Danke. Huch. In dieser Übungspuppe sind Pfeile verkeilt. Aha. Und ein Ziffernblatt. Oho, danke. Ich benötige den richtigen Schlüssel, um diesen Schrank zu öffnen. Verstehe ich. Verstehe ich absolut. Sieht aber aus, als ob da oben Zähne sind. Wieso kann ich mir das nicht angucken? Ah, und hier brauche ich ein Schloss. In der Wandvorrichtung fehlt ein Stück in der Form eines Palastes. Gut, ein Palast. Alles klar. Und der braucht zwei Zähne. Wo sind die nachgebildeten Reißzähne des Nebelwolfs? Den Waffen, achso. Den Waffen und den Auslagen des Urteils muss dies der Übungsraum sein. Was ich komisch finde, ist, die Wölfe sind für die Feinde, aber die haben irgendwie voll viel mit den Wölfen hier in Verbindung gebracht. Alle Fenster wurden durch Angriffe zerstört. Was ist passiert? Das Brett bildet die Rangliste der Schwestern ab. Die Spitzenplätze werden von zwei Rivalinnen gehalten, Theresa und Eldra. Kranker Scheiß. Hier kann ich nichts machen. Okay, ja, dann gehen wir mal raus. Wir haben ja eigentlich schon mal gut was gefunden. Vor allem der Torso des Typen. Aha, wartet mal. Macht das Sinn? Es macht Sinn. Aber wofür brauche ich halt diesen Stock, ne? Diese Äste? Weiß ich nicht. Egal. Erstmal der Torso und jetzt der Kopf. Oha. Nach der Instandsetzung der Jägerstatue öffnete sich die Tür. Bäm. Gut. Gehen wir rein? Ja. Schön hier drin. Hier ist ein Pfeil. Kann ich nicht gebrauchen. Sieh nur, da ist ein Buch mit dem Titel Rotcaption, die wahre Geschichte hinter der Legende. Ganz geil. Ah, und hier sind die Zeiger. Also denke ich mal, müsste hier die Uhr rein. Nee? Ich glaube nicht, dass das Zifferblatt hier ohne Uhrzeiger viel ausrichten kann. Ja, will ich doch dran setzen. Ein Porträt zweier Schwestern wurde an die Wand gemalt. Wunderschön. Ah, alles klar. In diesem Sockel befindet sich eine interessante medaillenförmige Vertiefung. Ach so, ich dachte, das wäre das. Mist. Das war wohl nichts. Fail, Master. Fail, Junge. An diesem großen Tisch haben die Schwestern wahrscheinlich Sitzungen abgehalten. Ich hätte schwören können, es wäre so ein Dingszahn gewesen, ein Wolfszahn, aber schlagfalsch. Das sieht wie eine kleine Büste eines Rotkäppchens aus.
Detective, I am the truth mirror. I was bestowed to Isabella, the first Red Riding Hood sister, for saving Snow White's son from a vicious wolf attack. An hour ago, mist wolves entered through a hidden portal and overwhelmed the sisters. The wolves are commanded by the fearsome Wolf Queen. She has taken the sisters into the fabled Mist Kingdom, where they await their doom. There is a way to stop the Wolf Queen, but you cannot do it without help. Talk to Ruth. You must venture into the Mist Kingdom and save the sisters. Ja, klingt plausibel, ne? Ziel aktualisiert. Betritt das Observatorium und sprich mit Ruth. Na gut, mache ich gleich, auf jeden Fall. Oder gibt es hier nichts mehr zu tun für mich? Oho. Der Kopf der Statue starrt mich ausdruckslos an. Der braucht wahrscheinlich Augen, ne? Oh, er hat tatsächlich Augen. Gut, ich brauche noch so ein zweites Ding, eine Erdkugel. Batz in your Auge, genau. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Ruth. Aber ich komme ja da gar nicht rein. Scheiße, stimmt. Kann man hier die Uhr gebrauchen? Ja, mit Zeiger. Bäm, Junge. Ah, Schrankschlüssel. Wo war der Schrank? Schrank. Hier war der Schrank, genau. Was auch immer das Riesending hier ist. Eine Mondfassung. Alter Verwalter, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann man hier so einen Bogen aufheben? Nee, ne? Wären ja auch viel zu groß irgendwie. Eine Mondfassung. Passt nicht hier rein, oder? Nee. Hier vielleicht? Nee, macht ja auch gar keinen Sinn. Erdkugel? Macht auch keinen Sinn. Okay. Man muss ja einiges durchprobieren. Der Spiegel der Wahrheit ist ein kraftvolles Relikt, das in die Vergangenheit blicken und mit großer Genauigkeit die Zukunft vorhersagen kann. Stimmt ja sogar noch. Okay, super. Ah, hier ist der Pfeil. Jetzt brauche ich nur noch das Schwert. Süß. Sieht aus wie ein Schwert irgendwie, aber es ist keins. Manno. Wo könnte man jetzt noch das Schwert finden? Schwerti. Ich suche das Schwert, Doch ich finde es nur schwer. Das Schwert. Das ist jetzt irgendwie komisch. Jaha. Ich frage mich, wie die Wölfe das hingekriegt haben. Es sind zwar Nebelwölfe oder Schattenwölfe, aber trotzdem ist es ja schon eine riesengroße Zerstörungswut, die hier stattgefunden hat. Naja, komisch. Isabelle, das erste Rotkäppchen. Cool. Gut, wir können den Pfeil reinsetzen. Ach, es ist ein Bogen, die Äste. Hä? So, ich brauche ja gar keinen Bogen, ein Stoff. Hier, einfach mit dem Hammer draufschlagen, fertig. Das funktioniert nicht. Okay. Hier mit dem Hammer draufschlagen? Nein. Äste? Nein, okay. Jo. Sollen wir noch weitersuchen? Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch reintun könnte oder so, ne? Mit einem Hammer draufschlagen kannst du ja überall. Das ist jetzt wohl nicht das Problem. Ach, guck mal hier. Nein. Vorne an der bronzenen Scheibe befindet sich ein kleines und eigenartiges Pilzsymbol. Ja, das Pilzsymbol, das irritiert mich halt auch, ne? Gut, das passt auch nicht. Hier kann man anscheinend auch nichts machen, ne? Nee. Mit dem Hammer draufschlagen. Bäm, Junge. Nein, geht auch nicht. Okay. Schade. Aber egal, meine Freunde. Ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.